Willkommen bei Avelin Avide. Heute ist mein Gast Sandra Ustrin. Sie hat einerseits ist sie Verlegerin ihres Verlages Ustrin Verlag und dann hat sie auch noch die Zeitschrift Federwelt, die interessant ist für alle Autoren oder für solche, die es werden möchten. Und in diesem Interview wird es hauptsächlich um die Federwelt gehen. Hallo Frau Sandra Ustrin, schön, dass Sie in meiner Sendung sind. Gerne. Ja. Das Federwelt-Heft alle 2 Monate raus. Für das nächste Heft haben Sie da schon so eine Idee, um welches Thema, also Blog haben Sie ja angesprochen, aber natürlich. Was noch? Muss ich haben, weil, wie gesagt, also vom Terminplan her, die letzte Federwelt-Ausgabe, die Juni-Juli-Ausgabe, ist jetzt Anfang Juni eben geliefert worden und da muss ich eigentlich schon im Kopf haben, was im August-Heft rauskommt, denn von den Abläufen her ist es quasi so, der Drucktermin ist dann, also wenn das Heft im August, das nächste Heft im August rauskommt, ist es quasi so, dass die Druckerei die Daten so am 20. ungefähr bekommt, am 20. Juli also. Das bedeutet, ich muss die Druckdatei vorher fertig haben. Und das Ganze muss auch bei der Layouterin gewesen sein. Die braucht auch ungefähr 10, 14 Tage, gebe ich ihr immer, weil die kann auch nicht von heute auf morgen alles stehen und liegen lassen und nur Federwelt machen. Das heißt, ich gebe ihr eigentlich die Datei Anfang Juli spätestens. Also die fertige, wo eigentlich ja nach Möglichkeit alles fertig sein sollte. Also alle Artikel drin, alle Gedichte, alle Prosa-Teile, der Terminkalender, die Bilder, Ideen zur Illustrierung und so weiter. Das muss alles stehen eigentlich. Gut, ich kann schon mal sagen, der und der Artikel wird noch nachgeliefert, ist im Moment nicht, halt bitte 2 Seiten dafür frei. Das geht schon. Aber ich muss im Kopf haben, was drin sein wird. Und das bedeutet also, wenn Sie Anfang Juli jetzt für das August-Heft die Dateien alle bekommt, dass ich also bis Ende Juli mit allem durch sein muss. Und das heißt, mit allem durch heißt, ich muss mir natürlich Gedanken gemacht haben, ich muss Leute angesprochen haben, die mir Beiträge schreiben über eben Literaturbetrieb und sowas. Ich muss denen auch ein bisschen Zeit vorab geben, die ich kann nicht sagen, hätte ich gerne bis zum, heute ist der 17., hätte ich gerne bis zum 20., ja, geht nicht, sondern die brauchen ja auch mindestens 14 Tage oder sowas, besser werden länger. Dann bekomme ich das von denen, dann muss ich immer einen Beitrag redigieren, das ist ganz selten, dass mal vielleicht nur ein Wort oder was ist, sondern es ist immer irgendwas, wo der Autorin, dem Autor es vielleicht klar ist oder er weiß, wo er hin will, aber von der Umsetzung ist irgendwo noch hakt, wo ich dann vielleicht nochmal nachfrage, wie ist das genau gemeint? Soll das wirklich so heißen? Oder jetzt bei dem Thema Blogs, das ist ein sehr schöner Beitrag. Ich hatte noch die Idee, um den noch ein bisschen, den praktischen Mehrwert quasi noch zu erhöhen, dass man vielleicht am Schluss noch einfach Links bringt, wo eine Linkliste, welche Blogs schön sind zum Anschauen und wo es vielleicht Blogverzeichnisse auch gibt. Hatte ein bisschen selbst recherchiert, aber hatte die Antje Zillert hat den Artikel geschrieben, hatte sie gebeten, auch gucken Sie doch bitte nochmal und schauen Sie, gibt es da noch ein paar schöne und melden Sie mir. Die hat sie gleich sofort umgesetzt. Also super mit ihr, weil die ist so schnell auch. Ich liebe das immer, wenn jemand auch schnell ist und Sachen umsetzt. Und also ich habe dann einfach noch Ideen und die müssen dann natürlich dann auch umgesetzt werden noch. Oder Verständnisfragen oder ich schicke es nochmal hin und sage, ist es so in Ordnung? Ich habe den Artikel ein bisschen umgeschrieben. Geht es so? Nicht, dass ich dann irgendwie Sachen falsch mache oder die Person sich damit nicht mehr identifizieren kann oder sowas. Ja. Und das bedeutet also, einen längeren Vorlauf muss man schon noch einplanen. Ja. Und bei Menschen, wo ich dann weiß, mit denen ich zusammenarbeite, dass die das schnell umsetzen können, umso besser dann oft. Nicht? Und jemanden, der noch nie was geschrieben hat und mich dann auch manchmal fragt, ist das und das vielleicht geeignet vom Thema her, können Sie das abdrucken? Dann sage ich immer, sorry, ich muss einfach erstmal sehen, wie können Sie schreiben, weil viele Menschen sagen und behaupten, sie können journalistisch schreiben und dann liest man es und es ist einfach nur schrecklich. Das gibt es ganz oft leider. Ja. Und dann sagt man, sorry, aber ich kann mich jetzt nicht ein, 2 Tage hinsetzen und den gesamten Artikel umschreiben. So geht es einfach noch nicht. Oder ich kriege manchmal auch Interviews angeboten, also auch in Schriftform dann, wo ich dann sagen muss, sorry, für mich ist das ein Rohmanuskript, ein Interview in Rohform. Dann sagen die, der hat es doch aber so gesagt. Das ist schön und gut, der kann es so gesagt haben,
aber in dem Interview ist kein roter Faden mehr. Das, was der am Schluss gesagt hat, muss meiner Meinung nach ins erste Drittel, das von oben nach darunter. Die Sache, ob der Typ da nun, auch wenn er es gesagt hat, der Autor, meinetwegen Kinderbuchautor, der interviewt wird oder sowas, ob der nun Grießbrei isst morgens oder Müsli, interessiert niemanden, es sei denn, es ist der Kinder- und Jugendbuchautor überhaupt oder sowas. Also wenn Friede Jelinek mir erzählt, sie isst morgens Grießbrei oder so, dann würde ich sagen, prima, ist eine spannende Information, ja. Aber sonst ist es das eigentlich nicht, weil man muss sich quasi immer hineinversetzen in die Leserinnen und Leser der Federwelt. Das sind ja meistens Menschen, die schreiben. Und die möchten einen Artikel haben, aus dem sie quasi was herausziehen können, ne? Wo sie wissen, wo sie lernen können, oder hey, das ist ein super Tipp. Oder wenn ich jetzt meinetwegen ein Interview mache mit einer Autorin, dann möchte ich eben nicht wissen, was hat die geschrieben und was wird sie schreiben, weil das kann ich überall so recherchieren im Internet, sondern ich würde zum Beispiel gerne wissen, arbeitet die mit einer Agentur zusammen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Wie viel verdient sie mit ihrem Lyrikbändchen? Finde ich immer spannend. Wie hoch ist da überhaupt die Auflage? Das sind so Sachen, da kann auch jemand, der sowas dann liest, der denkt dann, aha, das ist ja interessant, Auflage von Lyrik ist nur 600 Exemplare meinetwegen oder so, nicht? Oder aha, die macht, hat so und so war ihr Werdegang und dann hat sie das und das gemacht und das könnte ich mir vielleicht als Vorbild nehmen. Also so sollten Artikel dann sein. Und eben bei so einem Rohinterview, ich habe es einfach zurückgegeben, habe gesagt, bitte nochmal. Und hat dann gesagt, naja, er hat es halt schnell gemacht vom Urlaub. Dann habe ich gesagt, naja, dann lieber erst nach dem Urlaub abgeben, war gerade so der erste Eindruck. Für mich war es einfach, wo ich dachte, naja, lieblos hingehauen. Ne? Also, und es war kein gearbeitetes Interview. Und auch wenn der Interviewpartner irgendwas wie gesagt hat, man muss es ein bisschen glätten häufig. Also auch ich rede leider vermutlich in Interviews anders, als wie ich mich schriftlich ausdrücken würde. Es muss so eine Mischung sein, wo man sieht, okay, das ist schon noch gesprochen, aber auch nicht zu flapsig. Und es kommt aus seinem Charakter. Und genau, dass die Person mit rüberkommt, also auch nicht alles so glätten, dass es nur noch Schriftdeutsch ist, das geht auch nicht. Man redet halt doch anders vor der Kamera und oder vor dem Mikro, als wenn man schreibt. Aber es sollte ein roter Faden erkennbar sein und die Infos sollten stimmen. Und so ein Interview zu arbeiten, das ist nicht einfach. Also das dauert auch einfach Zeit, aber ich erwarte das von jemandem, dass er sich dann auch die Zeit nimmt, sich hinsetzt, das, was er da mitgeschrieben hat, umsetzt und es mir erst dann anbietet, wenn er wirklich sagt, es ist meiner Meinung nach top. Und nicht, dass er mir das quasi hinwirft und sagt, nun mach mal was draus, dann mache ich es lieber selber, dann geht's schneller eigentlich. Wie ist denn das? Haben Sie in etwa eine Ahnung, wie viele Geschichten Sie pro Heft eingesandt bekommen? Ich meine, es geht ja vielleicht auch gleich zu der entsprechenden Prosa-Dame, aber... Also auf Prosa bezogen, das sind so, ich glaube, 4 sind es ungefähr immer. Wie Sie reinbringen ins Heft? Ungefähr 4 Geschichten, aber was kriegen Sie so ungefähr zugeschickt? Haben Sie Ich nicht, wie viel Sie unbedingt kriegt. Das ist mal mehr und mal weniger. Wir hatten jetzt in den letzten beiden Heften auch gar nicht... Quasi der Prosa-Teil war ein bisschen anders, weil wir hatten im Februar was ausgeschrieben, einen Schreibwettbewerb, wo der Anfang quasi geliefert war, die ersten 5-6 Zeilen. Und dann hatten wir quasi so einen Schreibaufruf gemacht, Leute, schreibt die Geschichte zu Ende und nicht mehr als 10.000 Zeilen. Also es war mehr jetzt, wir haben ja immer nur 5.000 normalerweise, aber man kann einfach besser erzählen, schöner erzählen, mit mehr Platz zur Verfügung. Und wir hatten sehr viele Einsendungen bekommen und haben dann natürlich dann den Siegertext da auch dann veröffentlicht, jedes Mal. Wir wollen jetzt beim nächsten Heft, im August-Heft, wird noch von der letzten Ausschreibung her ein Text dabei sein. Ich komme gerade nicht an die Autorin dran. Ich habe den Text schon, ich habe ihn ein bisschen noch hier und da, gerade das Ende, habe ich gesagt, können Sie das hier noch vielleicht so schreiben, weil ich finde, das ist schöner. Ich komme halt gerade nicht an die Autorin ran, weil wir nur ihre E-Mail-Adresse haben. Und offenbar hat sie ihren Provider gewechselt und jetzt bin ich am Überlegen, wie komme ich an diese Frau heran, und sie hat leider nicht auf ihr Manuskript, es war keine anonyme, also es war nicht anonymisiert, musste sie es einschicken, sondern ganz normal. Und sie hatte leider auf ihrem Manuskript keine Adressangabe drauf. Und ich kann auch immer nur sagen, Leute, also gerade bei... Denkt dran, also wenn ihr ein Manuskript raussendet in die Welt, habt immer auf der Kopf- oder Fußzeile, je nachdem, einfach eure Adresse mit am besten noch E-Mail, Telefon. Was und das so auf jeder Seite ein bisschen kleiner gesetzt drauf. Man muss einfach wissen, von wem ist es, nicht? Ja, oder zumindest im Anschreiben. Ja, oder im Anschreiben oder sowas. Und da war halt nur die E-Mail-Adresse, und es ist ja häufig, dass
die Leute den Account wechseln, weil sie zu viel Spam bekommen. Und offenbar hat sie nicht an uns gedacht, dabei das mal irgendwie mitzuteilen. Jetzt bin ich auf der Suche, sie hat so einen normalen Namen. Dass man auch nicht einfach findet. Dass man ihn nicht so einfach findet. Wolltest du sagen, vielleicht kann ich da auf meiner Blogseite. Ich glaube, ich finde es noch. Ich bin ganz gut im Recherchieren, ich habe eine Ahnung. Und wenn sie das ist, sie hat auch schon in einer anderen Zeitschrift, wenn sie das ist, veröffentlicht. Und ich werde über diese andere Zeitschrift versuchen. Also es wird schon irgendwie kommt es zusammen. Ja. Aber das so als Hinweis auch, also immer diese Angaben auch bitte machen. Es gibt manchmal Wettbewerbe, wo gesagt wird, man soll es anonym einsetzen, ja, dann natürlich dann nicht. Aber irgendwo muss es ja trotzdem irgendwo mal verankert sein. Ja. Erhalten Sie denn auch aus dem Ausland irgendwelche Zuschriften? Was weiß ich, Österreich, Deutschland, ist klar, aber Schweiz vielleicht? Oder? Von den Abonnenten ist es ja manchmal so. Also jetzt war gerade eine Frau aus Dubai, die sagte, könnten Sie nicht auch nach Dubai liefern? Dann habe ich ihr die PDF einfach von der letzten Federwelt ein bisschen kleiner komprimiert und habe es ihr so hingeschickt, weil ich gedacht habe, jetzt noch herausfinden, wie viel Porto und so weiter, da bin ich so zack, zack schneller. Aber wir liefern ins europäische Ausland, da ist die Federwelt leider sehr viel teurer, weil Versandgebühren mit dazu kommen, die sind im Inland nicht. Und da müssen wir 2 € pro Heft nehmen, also da kostet sie dann statt 27,39 € horrend. Aber die Post nimmt leider so horrende Preise und sonst, wenn ich keinen Versandzuschlag dazu tun würde, dann könnte ich das Heft quasi gleich in die Papiertonne tun. Ja. Und insofern, da bitte ich auch darum, um Verständnis, dass die Abo-Preise halt fürs Ausland eine ganze Ecke höher sind. Ja. Wie die meistens kommen aus Deutschland, ich würde sagen 10% ist Österreich, Schweiz, Luxemburg, sowas noch. Was sind das denn für Menschen, die so bei Ihnen was einreichen? Sind es dann schon wirklich Autoren, die auch veröffentlicht haben? Oder sind es eher welche, die noch auf der Suche nach Verlagen sind? Beides eigentlich. Also so ganz hoch angesiedelte meistens nicht, weil die haben einfach zu viel zu tun mit ihren eigenen Romanen und Projekten. Weil wenn man so in dem Literaturbetrieb drin ist und vom Schreiben außerdem auch leben möchte, dann muss man einfach schreiben und produzieren und dann hat man einen ziemlich straff durchorganisierten Tagesplan. Da kann man es sich nicht leisten, einfach für eine Autorenzeitschrift nochmal nebenher so kurz mal eine Kurzgeschichte zu schreiben. Ich würde mich freuen, wenn sowas ist, aber da habe ich Verständnis für. Zumal wir die Prosa und die Lyrik auch nicht honorieren in Form von Geld, sondern diejenigen, die eine Veröffentlichung drin haben, die kriegen 2 Belegexemplare frei. Aber vielleicht kommen wir dazu eines Tages mal, dass wir auch da ein Honorar zahlen können. Bisher ist es nur bei den Beiträgen, also die über den Literaturbetrieb gehen, also wenn jemand für mich ein Interview macht oder einen Beitrag schreibt, zum meinetwegen Lesungshonorare oder so etwas, dann zahle ich dafür schon ein Honorar. Das ist auch noch nicht riesig, im Moment 50 € für gewöhnlich, was nicht viel ist, wenn man sich überlegt, wie viel Arbeit oft dahinter steckt. Aber im Moment von der Auflagenzahl und allem gibt es das noch nicht mehr her. Also ich bin schon ganz froh, dass wir das jetzt Honorare zahlen können. Früher, als es noch in einem anderen Format war, gab es gar kein Honorar dafür und nur so für den Ruhm und für die Ehre schreiben, das kann man eigentlich niemandem zumuten. Wäre schön, aber... Aber so wie die Abozahlen steigen, bin ich die Erste, die sagt, okay, die Autoren müssen auch was davon haben. Und wo ich dann sage, gerade für die journalistischen Beiträge, klar, 100, 150 €, eigentlich noch mehr, wären angemessen, um so etwas zu honorieren, weil es macht Arbeit, sowas zu schreiben. Ja, man setzt sich halt doch ein paar Stunden hin. Gibt es denn auch Kurzgeschichten, die Sie auch so aussortieren, also außer wenn Sie Überlänge haben, also einfach die Zeilenzahlen nicht, also die Anschläge nicht beachtet werden oder wenn wirklich ganz viele grammatikalische oder logische Fehler drin sind. Gibt es sonst noch irgendwas, wo man es aussortieren würde? Gut, dann ist auch im Internet ist ja manchmal solche Sachen, wir veröffentlichen keine pornografischen, gewaltverherrlichenden und solche Sachen. Ah, okay. Also bei sowas wird es grenzwertig. Wir hatten für den Federschreibwettbewerb auch eine Geschichte drin, die war so mehr im SM-Bereich, also sadomasochistisch, wurde da was so umgespielt. Die war ganz gut. Also meine Prosa-Redakteurin hatte mir da auch vorgeschlagen, die mir auch mal näher anzugucken.
Ich fand, das war gar nicht die SM-Sache, die drin war, wo man dann denkt, Gott, vielleicht lesen irgendwelche Jugendlichen sowas irgendwie und dann ist da jemand, der mit der Peitsche knallt. Das war es nicht. Mir waren zu viele Rückblenden drin. Also es war bei der knappen Form, bei 10.000 Zeichen, zwei Rückblenden reinzutun, war mir zu viel dabei. Da hat die Geschichte drunter gelitten einfach. Ja. Also letztlich kommt es bei solchen Geschichten eigentlich immer auf die Umsetzung drauf an. Also dass eine Sache so erzählt wird, ja, oder dass es auch logisch ist oder dass keine Ungereimtheiten dabei bleiben oder wenn Ungereimtheiten, dass es dann auch dazu passt, zu dem, was geschrieben wird. Also es muss einfach ein stimmiger Text sein. Mhm. Oder manchmal arbeitet es auch bei irgendwelchen Dialogen, nicht? Also wenn dann die Dialoge so hölzern rüberkommen, oder die Übergänge dazu so, wo man einfach merkt, es passt nicht. Also muss man noch ein bisschen üben. Ne? Und ja, auch Kurzgeschichten, es ist was sehr Schwieriges, einen guten kurzen Text zu schreiben. Gibt es denn da etwas, was Sie gern Autoren sagen würden? Ich würde, also um die eigene Kritikfähigkeit zu schulen, gerade bei kurzen Texten, würde ich auch mal sagen, Leute, trefft euch in irgendeiner Autorengruppe. Lest euch die Texte gegenseitig vor oder lest sie nicht vor, sondern tauscht sie untereinander aus. Gebt euch Feedback dazu. Und nicht nur so im Sinne von, ja, hast du wunderbar gemacht und toll gemacht oder auch mit dem Text konnte ich jetzt nicht so viel anfangen, sondern ganz präzise. Und da kann man ja auch eine Art Katalog machen, also mit Stichworten, also Stil, Grammatik, Rechtschreibung und sonst was oder was auch immer einem dazu einfällt, das kann ja so eine Gruppe zusammen dann erarbeiten. Spannungsbogen, Charaktere, ist die Figur so, dass man ihr das abnimmt, dass sie die und die Sachen macht innerhalb der Geschichte und solche Sachen. Ja. Und dass man also sich da Feedback von den anderen, quasi die ja im gleichen Boot sitzen, auch einholt, wo es darum geht, eben was ist schon gut, also auch mal Lob natürlich dann erfahren, das ist auch immer wichtig, nicht nur mal alles niedermachen und dann auch bei den Sachen, wo man denkt, das könnte noch anders werden, auch da kommt es manchmal auf die Verpackung drauf an, nicht? Also dass man nicht sagt, du schreibst immer oder sowas, sondern dass man sich auch ein bisschen überlegt, wie will man das verpacken, aber eben auch nicht nur soft, sondern auch sagt, okay, das und das gefällt mir nicht dran, aber ich, wenn du dran arbeitest, denke ich, wird es besser. Und wenn man da innerhalb einer Gruppe an diesen Texten gemeinsam arbeitet, und sowas gibt es auch im Internet, Autorenforen gibt es da en masse, einfach mal sich dahin begeben, auch in dem Ein-Federwelt-Heft, jetzt in dem Heft. Also ich habe mir das Heft noch einmal geholt über die Autorenforen. Das war also so ein Beitrag dazu, wo es quasi, wo diese Autorenforen, die es so im Internet gibt, unter die Lupe genommen werden. Und ich fand es selber auch sehr interessant, weil ich komme gar nicht dazu, normalerweise mir diese ganzen Autorenforen anzugucken. Endlich habe ich es mal geschafft, es zu tun. Und es ist für Autoren sehr hilfreich, sich dann mit anderen auszutauschen und an Texten zu arbeiten und eben gar nicht immer am eigenen, sondern man kann auch ganz, ganz viel lernen, wenn man Fremdtexte kritisch anschaut und guckt, wo sind da Längen, wo hängt der Text, wo ist was lustig gemeint, kommt aber nicht lustig rüber, diese ganzen Dinge, wo ist was traurig und berührend gemeint, kommt aber gar nicht traurig rüber, manchmal, sondern wie heißt es immer so schön, ungewollt komisch. Ja, oder das, was sehr allgemein gehalten wird, statt mal irgendwie in die Details zu gehen, also da wird dann geschrieben, er war traurig, ja, und das ist nicht so aussagekräftig, es wäre dann schöner, irgendwas serviert zu bekommen, wo diese Traurigkeit bei rüberkommt dann auch, nicht? Und da kann man einfach sich untereinander, denke ich, sehr gut austauschen und Tipps weiterlesen und sehen, aha, der macht das spannend, warum ist es so spannend? Und aus dem und dem Grund auch da miteinander drüber reden und auch andere Bücher, wenn man liest, auch daraufhin abklopfen, wie machen die anderen das, nicht? Man kann sich sehr, sehr viel, das ist auch viel Handwerkszeug und dieses Handwerkszeug, kein Meister, keine Meisterin fällt vom Himmel, das muss man sich aneignen, ist ein langer Prozess. Also. Ja, haben Sie denn noch einen Tipp für Autoren, die unbedingt in der Federwelt veröffentlichen möchten? Also außer, dass die Normseite eingehalten ist, Anschläge, sonst noch irgendwie einen Tipp? Ich kann mich da nur wiederholen, also einfach einen Text einreichen, der liebevoll gearbeitet ist, also mit nicht nur mit Herzblut geschrieben, das gehört mit dazu, aber auch ein Text, der dann einfach mal eine Weile gelegen hat, wo man erkennen kann, dass
die Autorin, der Autor nochmal drauf geschaut hat und diesen Prozess nicht nur einmal gemacht hat, sondern mehrmals. 5-mal, 10-mal, 12-mal. Dass da also nicht irgendwelche Wortwiederholungen drin sind. Gut, bei so einem Wettbewerb kann ich es nochmal verstehen, wenn sowas drin ist. Eine Wortwiederholung, man hat es nicht lange genug abhängen können, da holpert es noch vielleicht an der Stelle, da noch an der, kann ich verstehen. Aber ein Text, der, den man so einfach einschickt, der sollte so gearbeitet sein, dass da eben nichts mehr holpert, dass sich der gut und spannend und interessant liest. Und dann, denke ich, dürfte es auch gar kein Problem sein, so einen Text zu veröffentlichen in der Peterwelt. Ja, also vielen Dank, Frau Ustrin, dass Sie hier waren. Hat mich sehr gefreut. Wer mein nächster interessanter Gast sein wird, das erfahren Sie wieder auf meiner Homepage. Vielen Dank. Das war Aveline Avidé und glauben Sie an sich.